ich glaube, Gott ist ein Gentleman, ja? Er respektiert immer unsere Freiheit und wird uns, glaube ich, persönlich zu nichts zwingen. Ja? Ich freue mich vor allem, dass Gott mich berufen hat, ja? Priester zu werden. Und das ist für mich das Schönste dabei, ja? Sozusagen das erste Mal in meinem Leben, wo ich zu Gott gesagt habe, okay, jetzt riskiere ich und den Rest musst du machen. Ja? Ich habe Gott nichts versprochen. Ja? Er kennt mich, was könnte ich ihm versprechen. Ja? Ich sage, ja, ich hoffe, dass ich bei dir bleibe, ja, und dass wir zusammen durch das Leben bis der Tod uns vereint, ja, gehen. Ja? Und das hoffe ich. Ja? Anders sage ich, ja, das ist, also für mich ist das Entscheidende, eben diese Beziehung täglich zu leben. Viele haben sich damit schon abgefunden, ja. Die Freunde, die damals, als ich gesagt habe, manche waren sehr überrascht. Damals Schulfreunde sagten mir, du, Pavel, meinst du das ernst oder machst du jetzt Spaß, ja. Anderen, die, sagen wir, selbst in der Kirche irgendwie tätig waren und so, aber okay, wenn du so meinst, ja, dann tu es. Und jetzt sind viele auch irgendwie zufrieden, ja, und unglücklich auch. Sie sagen, wenn du den Willen Gottes gefunden hast, wenn du zufrieden bist mit Christus, dann tu es, ja. Ich möchte bei Christus bleiben, ja, das ist, ich hoffe auch und ich bitte, ja, dass Sie und die Menschen für mich dafür beten, ja, dass ich bei Christus bleibe und ja, dass wir alle bei dem Dienst der Kirche uns zur Verfügung stellen, ja, dort, wo Christus uns stellt.